So, apparently I'm a little early. I mean, not I'm early, they're late. So, mein Sohn, hast du schon wieder irgendeinen Scheiß im Kopf? Ja. Dann können wir uns gleich mal so Caddies. Was ist das? Warte mal. Was ist das? Das Gepäck von Carsten? Ja. Das kann eh raus. Oh, du. Ich hab's aufgenommen. Jan Starberg. Eine gute Tat. Ja. Das Buch ist weggegeben. Sorry, war ein Schnittbuch. Ah, oh, ich soll helfen. Scheiße. Sie ist gerade mit deinem Penis dort. Presse, 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 wir haben ein paar Fragen an Sie. Hey, just arrived and heading off to the safe house. In so einem 6 stehen wir morgen auch einmal eine Yoga. Hör mal, und dann machst du wirklich Yoga? Dann mach ich mit. Dann geh ich wieder schlafen. Nee. Schauspiel studiert hat vor der Villa. Und zwar wird da die Dame angekettet. Und die Villa hat eine besondere Geschichte von Obi, nämlich das war mein Traumhaus. Das Traumhaus von Obi. Oh. Und immer wenn sie beim Zahnarzt war, bei ihrem langjährigen Zahnarzt in Frankreich, hat sie aus dem Fenster geschaut und hat dieses Haus gesehen. Und heute ist der Tag gekommen, und jetzt wird es verfilmt, dass sie vor diesem Haus dreht. Du kannst auch sonst einen Dutt machen, nach oben oder wie auch immer. Also irgendwas Praktisches, so. Schönen Tag bisher. Die Hitze macht einem nicht so viel aus, wenn es so windig ist. Okay,
Wirtschaftsleistung. Sondern eine Cola. Ja, die Cola habe ich schon. Diana is in love. Stop it! Come on! Where's my privacy today? Wie lange haben wir gearbeitet? Oh Gott, wie spät ist es? 22 Uhr. Also ich bin seit 7 wach. Und ich habe, glaube ich, um 7.30 Uhr angefangen zu machen. Jetzt ist es 22 Uhr. 10 bis 10 wären 12 Stunden. Plus 2 sind 14,5 Stunden. Kann man schon mal machen, ne? Puh, Gas. Und ein Fazit für heute? Mal gucken, ob er hin schwimmen kann. Fazit von dir, Leute? Boah, war alles super, ne? Alles reibungslos gelaufen, so wie man das will, ne? Ich hab wieder Energie. Was steht morgen an? Wieder Arbeit. Mustertüte organisieren, eine neue. Working, Rawhide. Wobei, vielleicht, wenn wir Glück haben, haben die jetzt gerade ihre Tests bekommen. Ja, okay. Wer für uns? Ja, das wäre eine echte Rettung, weil niemand weiß es, dann würdet ihr sofort alle dran kommen. Was denn? Sorry. Ja. Es klingelt. Vibriert was, ja? Ist das dieser Kuckuck, der da draußen? Ja, aber ich habe jetzt einen PCR-Test für dich. Ja! Filmen mal ein paar Plates, damit wir das später im Studio in Berlin dann aufbauen können. Ja. Weil jetzt haben wir keine Zeit zum Drehen, jetzt müssen wir uns um PCR kümmern. Masken bitte mitnehmen. Kannst du dich für die Szene ein bisschen mehr beeilen? Kann ich das hier bei dir anstehen? Ja. Oh, so schlimm schaue ich. So, jetzt springen wir alle gleichzeitig im Auto, ne? Wir kommen jetzt gerade im Montpellier an und sehen jetzt gerade die Ankunft von Rieke, Carsten und Mops. Und wir sind halt super busy und laufen halt super busy durch die Stadt, weil wir zum Hotel wollen und Carsten kriegt es nicht beschissen. Die erste.
steht da ein Flaschenpreis da? Also ist ein halber Pichet kostet 8,50. Dann, naja. Pack mal ein Salatblatt drüber. Ah, Monsieur, Monsieur, c'est super. Bring das nochmal. Was muss er dann auch nochmal? Kann er bringen, wie er will. Wenn er Bock hat. Wie hattest du den Eindruck? Er ist eigentlich sehr kooperativ. Okay. Aber ist es dann das Letzte? Ja, nee. Ja? Okay, ja. Kann ich ihm sagen. Ich glaube, wir haben eine Party gecrashed. Eine kleine Party, also keine Corona. Eine kleine Anti-Impfen. Ja. Wir haben natürlich als Firma keine Meinung dazu. Nee, das dürfen wir nicht haben. Nee. Okay. Home sweet home. Ich fand das Ende auf jeden Fall auch nochmal sehr, sehr interessant. Das Ende war richtig geil. Wir sind eingeladen. Mux ist in. Wir steigen jetzt aus und haben dann gleich eine schöne Party, denke ich mal. Geil. Zusammen. Endlich. Ja, endlich. In der schönen. Ja, da kommt der Mund. Okay. Leute, ja. Das ist egal, das ist mit mir. Ja. Jetzt ist ja. Also. Ja. Oder? Ja.